Guten Abend, ich bin Hartan und möchte heute mit euch meine grandiose Vortragsreihe Bash und ich fortsetzen. Und da habe ich mir heute gedacht, wir gucken uns mal CLI-Interfaces an. Die letzten Male ging es ja schon so ein bisschen darum, wie ich so ein Shell-Skript beginne und auch Error-Handling hatte ich schon einen Vortrag gemacht. Und heute soll es eben um CLI gehen. So, da steht es nochmal. Hier ist nochmal ein Link zu den vorherigen Vorträgen im Dokument drin, falls ihr Interesse habt und die noch nicht gesehen habt. Also lohnt sich auf jeden Fall, kann ich sehr empfehlen. Und was ist meine Motivation für den Vortrag oder warum habe ich jemals angefangen, mich mit CLI-Interfaces in Bash zu beschäftigen? Das ist ganz einfach, ich wollte meine Skripte wiederverwendbar machen, weil was ich bis zu einem gewissen Zeitpunkt X getan habe, war üblicherweise, ich habe so in meinem Skript Variablen, also wenn ich mir Mühe gegeben habe, dann hatte ich da Variablen stehen oben, wo dann Werte drin standen. Und das war ganz nett, weil wenn ich dann mir ganz viel Mühe gegeben habe, habe ich hier sogar ein bisschen dokumentiert, also was da drin stehen soll und warum. Nur doof war halt, wenn ich dann so ein Skript weggelegt und irgendwann wieder ausgegraben habe und das benutzen wollte, musste ich halt erstmal, also mit dem Editor das Skript aufmachen, damit ich die Dokumentation sehe und dann halt auch im Editor im Skript rumschreiben und die Werte anpassen, damit ich das ausführen kann. Und das ist halt, also super komfortabel ist es nicht, weil entweder man hat dann zwei Terminals offen, eins zum Editieren, eins zum Ausführen, so lange, bis es endlich fehlerfrei durchläuft. Oder man wechselt halt immer zwischen Prozessen hin und her. Und darum habe ich mir eines Tages gedacht, geht das nicht auch irgendwie besser? So, und anfangen werde ich mal mit dem Thema Argumente parsen. Dazu gleich vorab. Also ich mache das recht manuell. Ich weiß, es gibt so Dinge wie Shopt und so oder und andere Dinge, mit denen man Argumente parsen lassen kann. Also die haben dann so eine kleine Definitionssprache, wo man angeben kann, so das ist optional, das nicht. Aber ich hatte mir das mal angeguckt vor langer Zeit und beschlossen, dass ich das irgendwie ganz schön komisch finde. Und deswegen habe ich mir dann eines Tages gedacht, dann mache ich es halt selber. Also was ich euch jetzt heute vorstelle, ist jetzt kommt jetzt nicht so ran an irgendwie, keine Ahnung, so ein GNU-CLI, wo ich halt Argumente auch abkürzen kann und dann kann ich die ganzen kurzen Argumente direkt hintereinander schreiben und so. Aber, also ihr werdet schon sehen. Das sind jedenfalls die Bausteine, die wir benutzen werden. Also wir haben hier einmal, das sind alles so Bash-Build-ins, mit $Hashtag kann ich einmal fragen, wie viele CLI-Argumente habe ich überhaupt bekommen. Wenn ich eins erwartet habe und da steht 0 drin, dann sollte ich mir Gedanken machen, was da schiefgegangen ist. Mit $add kann ich einmal alle CLI-Argumente als String expandieren. Das ist jetzt beim Parsen nicht zwingend notwendig, eigentlich, wenn man so Stück für Stück durchgeht. Aber wenn man halt mal gucken will, was da drin steht, kann man das so machen. Mit $n und n, dann hier eine ganze Zahl, kann ich mir das jeweilige CLI-Argument angucken. Offensichtlich sollte n nicht höher sein, als was auch immer aus $Hashtag rauskommt. Sonst kriegt ihr entweder einen leeren String oder wenn ihr set-u gesetzt habt, dann kriegt ihr immerhin einen Fehler. Und dann gibt es hier unten noch Shift, das entfernt quasi das vorderste Argument, also das macht so eine Art Pop und dann werden alle Argumente dahinter, wenn man so will, eine Position nach vorne verrückt. Und damit stürzen wir uns dann auf in die Schlacht. Das ist so die Grundstruktur, mit der ich das immer mache. Da habe ich hier oben so eine While-Schleife und dann mache ich hier einen Test. Und ich gucke hier, ob die Anzahl der Argumente, die ich bekommen habe, größer ist als 0. Weil offensichtlich kann ich ja nur was parsen, wenn ich auch noch was zu lesen habe. Und dann weiß ich, okay, es gibt auf jeden Fall ein Argument. Und dann schaue ich halt mit so einem Case in Bash, ob das irgendwie auf eins meiner Patterns zutrifft. Und das sind jetzt hier, die habe ich immer so mit drin, einfach für den Fall, da ist eine Option mit dabei, die ich nicht kenne. Deswegen hier das Minus und das Asterisk. Also da macht die Shell dann Globbing, also alles, was vorne ein Minus hat, fällt dann in diese Kategorie. Und alles, was vorne kein Minus hat, wird wohl irgendwie ein Keyword gewesen sein oder ein Subcommand oder was auch immer das dann ist. Und dann gebe ich hier halt noch einen Fehler aus und sage nicht, dass das eine Option, sondern ein Keyword. So, ist jetzt noch nicht viel Magie dabei. Und wenn man das jetzt nur so für sich steht, dann kriegt man auf jeden Fall einen Fehler, wenn man was eingibt. Das ist ja leider wenig spaßig. Deswegen hier mal so ein Beispiel, wie ich dann Flags damit parse. Also wenn man jetzt so ein Verbosity-Flag haben will, dann kann ich hier quasi fragen, ist, was auch immer ich an der ersten Stelle als Argument habe gerade, steht da minus v drin oder steht da minus minus verbose drin? Und dann gehe ich hier in diesen Branch und kann dann Dinge tun. In dem Fall kann ich jetzt so eine Verbosity-Variable hochzählen, also inkrementieren. Ich kann die auch einfach auf true setzen.
Wichtig ist nur, wenn man das macht, am Ende sollte man Shift aufrufen, weil wenn man das Shift weglässt, dann läuft er zum Ende der Schleife, fängt vorne wieder an und sieht, hey, da steht minus V und das Spiel kann Bash den ganzen Tag spielen, aber so kommt man halt nicht weiter. Und wichtig ist auch hier am Ende dieses doppelte Semikolon, das ist ein bisschen das Äquivalent zum Break, wenn ihr Switch Case in C macht. Also auf jeden Fall hinschreiben, sonst passieren ganz merkwürdige Dinge. So, und so also parse ich Flags, das sind ja einfach nur Boolean-Werte und da ist nicht viel dabei. Dann kann man da ein bisschen kompliziertere Dinge mitmachen. Ich habe mir jetzt hier mal ausgedacht, wenn man so einen Port haben möchte, dann kann ich ja vorab mal eine Variable anlegen, wo ich sage so, hey, das sollen nur Integer sein, also Zahlenwerte. Und dann gucke ich, wenn da minus p steht, werde ich ja wahrscheinlich noch irgendwie einen Wert dazu erwarten. Das heißt, ich prüfe dann hier als erstes mal, gibt es, also hier zu dieser Syntax, das habe ich in meinem letzten Vortrag erklärt zu dem Error Handling. Hier gucke ich, gibt es gerade mehr als ein Argument, also zwei oder mehr. Und falls nicht, dann führe ich hier eine Funktion aus namens Fatal, die habe ich selbst definiert, dann weiter oben im Text, hat hier bloß nicht hingepasst. Und sage so, hey, das Argument da, was auch immer das war, braucht noch so einen Wert namens Port. So. Wenn ich den Test bestanden habe, dann weiß ich, ich darf $2 dereferenzieren, dann kann ich das schon mal der Variable zuweisen, in freudiger Erwartung, dass es richtig war. Und prüfe dann danach, ob das tatsächlich ein Port ist, ne? Also sollte größer gleich 1 sein, und kleiner gleich 65.535. Und wenn nicht, dann sage ich halt, dass das nicht der Fall war. Dann habe ich immerhin mal kommuniziert, warum mir dieses Argument nicht geschmeckt hat und dann kann sich der Nutzer überlegen, was er dagegen tut. Und dann ist wichtig, hier rufe ich dann nochmal Shift auf, aber diesmal mit einer 2, weil ich habe ja zwei Argumente quasi gepasst. Dann sollte ich die auch beide vom Argumenten-Stack runternehmen quasi, sonst taucht eins davon gleich wieder auf und das hilft nicht. So, genau. Und hier kann man dann beliebige Dinge tun. Also wenn ich jetzt eine Datei erwarte oder so oder ein Verzeichnis, könnte ich jetzt prüfen, existiert das Verzeichnis oder ist die Datei schon ausführbar oder darf ich da überhaupt dran schreiben oder also dem sind keine Grenzen gesetzt. Und dann Thema Argumente speichern. Also der einfachste Fall ist ja, habe ich gerade auch gezeigt, man kann die Sachen in eine Variable schreiben. Das geht schon auch. Nur habe ich halt die Erfahrung gemacht, wenn das so ein paar Argumente geworden sind, dann schleppt man da ganz schön viele Variablen mit sich rum. Und das also ist jetzt sehr subjektiv, aber ich finde das halt unschön vom Handling. Und dann hatte ich mal die Bash-Manpage gelesen und habe ich halt gesehen, es gibt tatsächlich assoziative Arrays in Bash. Das wusste ich bis dahin gar nicht. Und damit kann ich quasi ein Dictionary bauen. Und das definiere ich, also muss ich halt explizit definieren mit diesem declare minus groß A. Mit minus klein a wäre ein reguläres Array. Damit sage ich ihm halt, mach's mal assoziativ. Und dann gebe ich hier in eckigen Klammern quasi den Namen an, also meinen Key, wenn man so will. Und dann hinter dem ist gleich den Wert. Und in dem Fall, wenn man das so macht, baut man da halt überall Standardwerte ein. Man kann jetzt entweder einen Standardwert nehmen, der tatsächlich also irgendwie sinnvoll ist und funktioniert. Sonst empfehle ich da einfach irgendwelchen Blödsinn reinzuschreiben und dann zu gucken, ob Blödsinn drin steht, weil dann weiß ich, es ist tatsächlich nicht assigned worden. So, und man kann diese assoziativen Arrays aber auch im Nachhinein erweitern. Also ich muss nicht alle Felder gleich definiert haben. Ich tue es halt gern, weil dann weiß ich immerhin, was ich so alles brauche oder haben möchte. Man kann das aber auch später machen. Und eine Einschränkung dazu gibt es, ich kann in assoziative Arrays keine assoziativen Arrays speichern, also ich kann die nicht schachteln. Und reguläre Arrays darf ich da auch nicht reinschreiben. Also wenn ich irgendwo tatsächlich mal ein Array-Argument brauche, hatte ich persönlich jetzt selten, aber kommt mal vor, dann lege ich dafür halt immer noch eine eigene Variable an, aber gut, das ist dann so. Und wie man jetzt damit arbeitet, fand ich eigentlich auch ganz nett. Also wenn ich zuweise, dann schreibe ich quasi den Variablennamen einmal und in eckigen Klammern dann das Feld, in das ich jetzt zuweisen möchte. An dieser Stelle lohnt sich auch wieder, wenn man set-u anhat, diese Shell-Option, weil wenn man dann ein Feld quasi dereferenzieren möchte, das man vorher nie geschrieben hat, dann explodiert es halt. Ich kann den Wert auch auslesen, dafür
brauche ich halt Array-Syntax, also mit regulären Arrays würde ich ja schreiben, Dollar geschweifte Klammer auf, dann mein Array und dann in eckigen Klammern der Index. Und in dem Fall ist der Index halt der Name des Feldes, das ich lesen möchte. Und so ein cooler Trick, wenn man das dann mal macht, ist hier unten das beim Debugging. Es gibt also spezielle Shell-Syntax, das gilt nicht nur für assoziative Arrays, das geht quasi mit allem. Da kann man hier hinten noch so ein Add anhängen und dann noch einen Buchstaben für ein Darstellungsformat ist es eigentlich im Endeffekt. Und dann wird das schön ausgegeben. Also was das jetzt macht, hier diese Schreibweise mit dem, also hiermit sage ich ihm, gib mal alles aus, was in diesem Array steht. Und mit diesem Add K schreibt er mir dann immer in Pair, also den Key und dann den Wert dazu. Und der Wert ist auch String Escaped, also das sind Anführungszeichen außenrum. Das heißt, wenn ich da jetzt einen Satz drin stehen habe, dann sehe ich auch, wo der Satz anfängt und wo er aufhört, weil sonst Wordsplitting sind das einzelne Wörter und ja, also Chaos. Genau, und da finde ich das ganz nett. Also wenn man mal schnell dann auch sehen will, was die Argumente waren, die ich jetzt so schon gekriegt habe, oder wenn ich es debugge, dann geht das eigentlich ganz gut. So, und dann ist so ein CLI ja irgendwie recht witzlos, wenn ich hinterher immer noch in den Quellcode gucken muss, um zu wissen, was die CLI-Argumente waren. Deswegen schreibe ich mir dann noch einen Hilfetext dazu. Die Funktion, die ich dazu schreibe, sieht im Wesentlichen so aus. Also das ist der Rohbau quasi. Ich nenne die immer so Underscore Usage. Das mit dem Underscore mache ich einfach in der Hoffnung, dass ich damit keinen Shell-Build überschreibe versehentlich. Und das ist auch so eine wundervolle Anwendung für ein sogenanntes Here-Doc. Also das ist diese Schreibweise mit dem kleiner und dann EOF. Und dann, also damit mache ich das quasi auf. Das ist dann so ein Textblock, in dem kann ich schreiben, was immer ich möchte. Und dann hier unten mache ich den Textblock wieder zu. Und das Coole daran ist halt auch, ich kann hier dann auch mit Anführungszeichen arbeiten, jedweder Form, also innerhalb dieses Blocks. Einzelne, doppelte, ganz egal. Weil der Block wird halt erst wieder geschlossen, wenn dann hier unten auf einer eigenen Zeile, wichtige Einschränkung, dann eben nochmal dieses Wort steht und alles dazwischen ist Text. Und damit sage ich ihm quasi, nimm mal diesen Block Text und schreibe ihn in Cut. Und Cut gibt ihn mir dann wieder aus und so habe ich dann halt Hilfetext auf Standard Out geschrieben. Ja, und was jetzt ganz cool ist, wenn man dann, bevor man diese Funktion definiert, seine Argumente definiert hat, also zum Beispiel über so ein assoziatives Array, dann kann ich hier im Hilfetext einfach auch gleich meine Default-Werte mit reinschreiben. Und das ist ganz nett für dich, also wenn ich halt schon Dinge einfach sagen kann, dass die einen bestimmten Wert haben sollen im Normalfall, dann steht das hier auch gleich mit dem Hilfetext und dann weiß der Nutzer, also meistens ich, dann auch Bescheid, was ich mir damals gedacht habe dazu. Genau, Problem ist halt, man muss das hier schon selber pflegen, also wenn ich jetzt weiter unten dann, wo ich die Argumente parse, Flags hinzufüge, entferne, umbenenne, wie auch immer, muss ich halt idealerweise daran denken, dass ich das oben im Hilfetext auch anpasse. Aber mir ist jetzt spontan auch kein Tool für Bash bekannt, das mir diese Arbeit abnehmen würde. Also, meine, andere Sprachen haben das, aber ja, Bash ist halt doch schon etwas älter. Genau, und das, also das binde ich dann noch ein, da baue ich dann halt noch so ein CLI-Argument ein, das ist geschenkt, also minus H, damit ich halt den Hilfetext gleich sehe. Und dann führe ich hier diese Funktion aus, Usage, und also beende dann das Programm mit einem Fehlercode 0, weil war ja alles okay, das ist ja gefragt worden. Und genau, so kann ich mir dann so Komponente für Komponente mein CLI zusammenbasteln. Ja, genau, und das wäre dann eigentlich auch schon mein ganzer Vortrag gewesen. War jetzt nicht so lang. Habt ihr noch Fragen dazu? Da gibt es eine Frage. Oh Gott. Die erste Frage, die ich hätte, ist, du hast, ich glaube, okay, die ersten zwei Inhalt Dollar Add erwähnt. Und es gibt noch die Alternative Dollar Stern. Ja. Und die überschneiden sich irgendwie im Coding, aber ich kann es mir absolut nicht mehr. Was ist dein Kommentar dazu? Der Unterschied zwischen Dollar Add und Dollar Stern, ja, der ist gut. Also ich dachte auch lange, das ist ja quasi das Gleiche und dann irgendwann habe ich angefangen mit Shellcheck zu programmieren und Shellcheck sagt einem in der Regel schon, was man wo verwenden soll. Meine Erfahrung damit ist, jetzt lach nicht, das ist ein tolles Werkzeug, finde ich. Meine Erfahrung damit ist, dass $add für sich allein steht quasi. Also wenn du jetzt ein String, warte mal, kann ich jetzt ein Beispiel zu bauen?
Also Shellcheck erklärt mir das jedenfalls so. Wenn ich zum Beispiel in Echo einen String habe, und also einen String, und dann innerhalb dieses Strings Dollar, also quasi alle Argumente anzeigen lassen möchte, dann soll ich Dollar Sternchen verwenden, weil es dann ja schon ein String ist und Dollar Add, soweit ich weiß, macht daraus selbst einen String. Also quasi ein ganzes Ding. Also ohne Wordsplitting. Also deswegen glaube ich, bei Dollar Sternchen hast du halt Wordsplitting zwischen allem, was da drin steht. Und bei Dollar Add ist es ja tatsächlich ein monolithischer String. So verstehe ich das, aber ich also gebe keine Garantie, dass es wirklich so ist. Wie gesagt, nee, also nein, aber wie gesagt, Shellcheck weiß das, insofern Shellcheck. Ich habe mir Fragen, weil das abwechselnd. Ja, okay. Also, wenn man jetzt so wie ein also so Standard-Command-Line-Programm angehofft, dass man also einbuchstabige Argumente dann so ja. ein Minus schreiben ja. kann. Weißt du, wie man das im Shell programmiert? Ja, okay, also. Verstehe ich. Also wie man mehrere Kurzflags in ein Argument zusammenfasst. Das geht, soweit ich weiß, mit Shopped. Also Shopped ist ein Bash-Built-In, soweit ich weiß. Also, es gibt es von GNU und ich glaube, es ist auch ein Bash-Built-In. Und ich meine, Shopped kann das. Ich habe es aber nie ausgiebig getestet. Abgesehen davon steht es dir natürlich frei, dein Case um beliebige Kombinationen von Einzelflags zu erweitern, nur du musst sie natürlich alle einzeln ausbuchstabieren, ist ja klar. Könnte man nicht dann eine Art Match-Ding machen? Das ist, also, du hast ja auch ein Minus-Sternchen gehabt, um alles zu fangen und dann statt da sozusagen einzeln, sondern danach nochmal gucken, okay, was ist da alles fragmentiert. Ja, also man kann sich dann natürlich beliebig austoben. Man könnte in diesem Minus-Sternchen, genau in diesem Wildcard-Branch, könnte man gucken, ob ich da ein Minus habe und dann viele Buchstaben. Und dann könnte ich ja meine Bash-Argumente erweitern, um halt jeden einzelnen dieser Buchstaben, in der Hoffnung, dass dann, wenn mein While weiter durchläuft, dass die Argumente passt, daraus dann valide Argumente macht und die dann einliest. Könnte ich mir jetzt vorstellen, habe ich so noch nicht ausprobiert. Dafür hat es mich bisher noch nicht genug genervt. Das ist wahrscheinlich einfacher, dann Shop zu verwenden, ja. Ja, für mich war es bisher einfacher, einfach zu akzeptieren, dass ich die kurzen Argumente einzeln angebe, aber ich kann verstehen, woher die Frage kommt, ja. Nächste Frage. Ja. Das würde dann in dem Fall natürlich auch nicht gehen, oder? Also ist gleich jetzt kein Limiter. Ich würde sagen, wie man sozusagen das lange Argument ist gleich Sternchen. Und dann, wenn man dann dieses hat, dass man dann noch irgendwie das Argument passt, dass man es irgendwie an dem ist gleich trennt. Ja, aber du kannst ja nicht langes Argument ist gleich Sternchen nehmen. Also wenn überhaupt, würdest du langes Argument Sternchen nehmen und dann gucken. Oder du hängst es noch hinten mit dran. Also. Ja, auch das kann man wieder lösen, wenn man sich viel Mühe geben möchte, aber das, also die Art und Weise, wie ich das jetzt vorgestellt habe, ist ja bewusst sehr naiv. Und wenn man will, kann man das tun und dann mit Cut das Ding an ist gleich splitten und dann gucken, was da so dahinter steht. Ja. Ja, wenn dann mehr als eins drin ist, geht das natürlich kaputt, klar. Ja. Aber du kannst ja in Cut auch offene Intervalle angeben. Du kannst mir sagen, nimm dann F2 minus. Und dann nimmt er halt einfach alle. Ja, nächste Frage bitte. Das ist ja implizit Jein, also lass es mich so formulieren, das ist ja das
das Beispiel im Wesentlichen. Und wenn jetzt minus minus pot das letzte Argument wäre in der Command Line und dahinter folgt keine Zahl, dann würde ich das ja hier fangen, weil ich ja sehe, aha, da fehlt was hinten dran, das ist nicht da. Wenn ich jetzt aber minus minus port minus minus foo eingäbe, würde ich halt knallhart versuchen, minus minus foo in diese Port-Variable reinzuschreiben. Und an der Stelle wird es dann spätestens hier knallen. Ja, weil minus minus foo ist halt nun mal ehrlich gesagt keine Zahl. Aber... Okay, ja, das mag sein. Aber so an sich erstmal nein. Also da habe ich jetzt keine wirklich schöne Methode, außer dass minus minus foo halt keine Zahl ist und dann geht es spätestens hier schief. Klar, kann man tun, aber dann wird es irgendwann sehr kleinteilig und aufwendig und ich denke, dann ist irgendwann der Teil zum Argumente-Parsen länger als der eigentliche Körper. Das ist also die Business-Logik, mit der man eigentlich Dinge tun wollte. Und das ist sowieso, glaube ich, schon. Kommt aufs Skript an. Also ich habe neulich eins geschrieben, da war das nicht so. Aber ja, in der Regel, also manchmal passiert das, ja. Noch eine Frage. Ja, also das kann man schon machen. Mich stört halt an diese Idee mit den Umgebungsvariablen, dass ich die halt erstens nicht sehe auf offensichtliche Art und Weise. Also ich meine, ich kann mir dann so einen Hilfetext schreiben, der mir die Umgebungsvariablen anzeigt, das geht schon. Nur rufe ich ja auch sonst alle Befehle, die ich in so einem Bash-Skript so drin habe, auch mit Argumenten auf, in irgendeiner Form. Und da finde ich es halt einfach komisch auch so, vom Angucken, wenn ich dann halt plötzlich wechsle, also wenn ich dann halt plötzlich ein Skript habe, wo ich einfach Umgebungsvariablen reinschiebe. Das Skript würde dann halt aussehen, port ist gleich 42 und dann fu statt fu minus minus port ist gleich 42. Aber was, also warum fandest du das so viel besser mit den Umgebungsvariablen als das Parsen? Du hast halt nur Parsing-Port drin. Ja, okay. Den gebe ich dir, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, irgendeinen anderen Grund habe ich es gemacht, aber den habe ich jetzt vergessen. Mich habe nur erinnert, was ich das mal gemacht habe und dann kannst du halt mit Z und U halt gleich schauen, hey, ob alles da ist oder nicht. Aber durch den Wertbereich musst du auch trotzdem prüfen. Was musst du trotzdem prüfen? Was sparst du dir da? Du sparst dir dieses Case und du sparst dir, dass es irgendwie zwei Formen gibt und dass du irgendwie schauen musst, ob das gesetzt ist oder nicht. Also ich denke, wenn ich das so implementieren würde, dass ich Umgebungsvariablen ausläse, dann würde ich halt hier statt so einem coolen While, wo dann ein Case drin ist, würde ich dann halt einfach eine lange Reihe, Folge von Ifs haben, wo ich dann jede einzelne Variable abfrage und falls sie gesetzt ist, würde ich sie dann checken und dann in mein Argumenten-Array übernehmen. Also das geht schon auch. Das ist dann, ich behaupte mal, nicht signifikant mehr oder weniger Code. Jetzt auf den ersten Blick. Ja, aber ich meine, du musst ja auch irgendwo, also ich mache ja hier, ich gebe hier auch Fehlermeldungen aus. Du musst ja irgendwo fairerweise auch prüfen, ist die Variable gesetzt und falls nein, das ist dann eben der else zu dem if, musst du dann im Idealfall ja auch einen Fehler ausgeben. Ja, aber ja, okay, unbound variable x, ja, gut. Schön. Okay, ja, man kann es auch so lösen, ja. Also ich glaube, ein Nachteil davon ist, dass die Umgebungsvariablen standardmäßig vererbt werden. Das heißt, du hast dann eventuell Seiteneffekte, die nicht beabsichtigt waren dadurch. Ja, aber an der Stelle bietet es sich halt an, wie bei so vielen Dingen, wenn man Umgebungsvariablen in seine Programme einführt, dass man sich halt ein Präfix ausdenkt, das einem gehört oder das kein anderes Tool benutzt und dann die Variablen so benennt. Das geht schon auch. Ich glaube, ich hatte das gemacht, nur nicht mehr bei anderen Skripten.
Okay. Da glaube ich, hast du schon mal über Name-Refs nachgedacht, Declare-N? Da weiß ich gesagt, habe ich eigentlich schon gerne Weil ich Spaß. meine, damit könntest du ihm dann so ein Name-Ref geben, das die Funktion dann wieder auflösen kann, das dann wiederum auf ein assoziatives Array zeigt, aus dem die Funktion ihre Argumente lesen könnte. Ha. Glaube ich. Ich habe es nicht getestet, ich meine, das geht. Also du würdest deine Argumente in ein assoziatives Array hereingeben und einen Namen dieses assoziativen Arrays Ja, würdest du an die Funktion so übergeben. ein Name-Ref, so wie ich das weiß, ist quasi ein Pointer. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Und dann kannst du das aus der Funktion auch benutzen. Ganz unabhängig davon, dass es eigentlich sowieso einen globalen Scope gibt für Funktionen, die du definierst. Aber egal. Also, mir fallen da viele Möglichkeiten ein. Ich habe bisher eigentlich noch nie innerhalb einer Funktion in einem Skript Argument Parsing betrieben. Weil was ich dann stattdessen mache, ist halt, da die Funktion ja in dem Skript ist, gehört mir ja beides, nehme ich einfach Positional Arguments und das langt mir dann. Und sonst verlasse ich mich auf den globalen Scope. Ich behaupte nicht, dass es schön ist, aber es hat mich bisher noch immer ans Ziel gebracht. Ja, das müssen sie dann sowieso, ja. Aber also ja, ich gebe zu, auch dieses System skaliert nicht so toll. Ja, dann kann man auch die Variable nehmen, klar. Geht auch. Nur zu, lass dich nicht aufhalten. Und zwar hast du mal irgendwo hingeschrieben, ist x ist gleich Anführungszeichen dort auf x. Und ich habe mich immer gefragt, ist dieses Anführungszeichen in das Heim eigentlich notwendig? Wobei jetzt? Das war auf einer von den Slides auch einfach ein Zeichen, weil einfach eine Variable einer anderen zu. Das ist richtig Ach so, ja, das war doch gleich hier, oder? oder? Also, Nee, mit den Anführungszeichen. hier habe ich es nicht, ja. Hier, jetzt auf der Stelle. Ja. So was wie args of your file. Und ich habe mich gefragt, ob diese Anführungszeichen eigentlich notwendig sind oder nicht. Nun, wir können das ja einfach testen, wenn ich jetzt hier meine Bash aufmache. Dann sagen wir mal, keine Ahnung, x gleich Hallo Welt. Jetzt sage ich y gleich Dollar x. Gut, also in diesem Fall scheinbar nicht. Man mag es Paranoia nennen, ich. Ja, ich mache das auch immer, nur ich habe es mich nochmal gefragt, ob das wirklich notwendig Also ist. ich glaube, dass halt in gewissen Fällen, je nachdem, was du da nimmst, halt schon Word Splitting stattfindet. Und ich habe einfach keinen Bock, mich jemals damit beschäftigen zu müssen, ob es jetzt wegen Word Splitting kaputt ging oder ob das gerade okay war in dem Fall. Deswegen schreibe ich die einfach immer hin. Weil. Es gibt ja auch, es gibt ja das reguläre GNU-Test mit der eineckigen Klammer und dann gibt es ja das GNU-Test mit den doppelten eckigen Klammern. Und wenn man sich mal so alte Skripte anguckt, die so vor, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren geschrieben worden sind, die benutzen dieses Test mit den einen Klammern und der kanonische Check, um dann zu gucken, ob ein String leer ist, lautet halt irgendwie, ich habe dann hier x Dollar var gleich x. So, that's the way, weil wenn Dollar var leer ist, dann steht da halt x gleich x und dann ist mein Check ja true. Müsste nicht noch Anführungszeichen stehen? Ja, man kann dann da noch Anführungszeichen bauen, aber was man halt auch machen kann mittlerweile, ist halt einfach minus z und dann, das ist es halt, ne? Weil ich kann jetzt hier Anführungszeichen drumherum schreiben, wenn ich ganz sicher gehen will, aber die Manpage behauptet, ich darf auch den hier schreiben. Und das würde er auch erkennen. Damit würde ich halt testen, ist dieser String leer. Aber auch da schreibe ich einfach Anführungszeichen außenrum, weil es ist für mich wenig Aufwand, das zu tun und es ist viel mehr Aufwand, hinterher herauszufinden, warum es gerade nicht funktioniert hat. Also bisher ist noch nichts kaputt gegangen, weil ich zu viele Anführungszeichen reingeschrieben habe, deswegen behalte ich das so bei. Kann ich sehr empfehlen. Ah. Was ich auch sehr interessant fand und deswegen ist bei mir alles scherzhaft, du mit Tabs Ah ja.
Das ist ein cooler Hinweis. Danke dafür. Ich glaube nicht, dass ich mich deswegen von meinen Leerzeichen verabschieden werde, offen gestanden. Ich kann verstehen, warum man das benutzen wollte. Ich lebe einfach damit, dass mein Text dann halt auf Spalte 0 eingerückt ist, der dann in dem Here Doc steht, und das ist okay. Soweit ich weiß, ist ja aber diese Eröffnung für das Here Doc hier sowieso beliebig. Also, wir testen das einfach mal so. Cut. Dann kann ich hier auch Thomas reinschreiben und dann bla 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 und dann hier wieder Thomas und dann ist das immer noch ein Here Doc. Also geht alles. Ja, cooler Tipp, danke. Die ganzen blöden Fragen nicht gedacht. Das ist schön, ja. Gut. Ja, dann, wenn es weiter nichts gibt, danke für eure Aufmerksamkeit.